Hallo, meine Lieben, ich habe heute meinen Lesemonat vom Dezember für euch. Und zwar habe ich, jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, ganze 11 Bücher gelesen und 2 Hörbücher gehört. Ich bin jetzt gerade grob durchgegangen, meine Liste. Insgesamt waren es 5.434 Seiten. Und das macht ungefähr circa 175 Seiten pro Tag. Und zwar habe ich gleich als erstes gelesen gehabt, Majestätsvergiftung, ein Fall von Majestätsvergiftung. Und ja, das war ja ein Rezensionsbuch. Da gibt es auch schon eine Besprechung, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Dann habe ich gelesen gehabt, Ein Wunsch im Winter von Pauline May war auch ein Rezensionsbuch. Da könnt ihr auch zu der Besprechung vorbeischauen. Ich habe im Dezember versucht, so viel wie möglich, was bei mir noch an Rezensionssachen rumlag, natürlich abzuarbeiten. Und ja, da blende ich euch dann auch gerade noch ein Cover ein. Und zwar habe ich ja Dallmayr, Der Traum vom schönen Leben, der erste Band dieser Dallmayr-Reihe. Das war ein Rezensionshörbuch. Dazu gibt es auch schon eine Besprechung. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Dann habe ich noch gelesen gehabt, das Antiquariat an der Seine war auch ein Rezensionsbuch, hat mir richtig gut gefallen. Und ja, da schaut auf jeden Fall auch unbedingt zu der Besprechung vorbei. Dann habe ich noch ein Rezensionshörbuch bekommen, aber ich habe es natürlich wieder zusammengelesen und gehört, weil ich es mir selber noch gekauft habe. Und zwar Blackwell. Der zweite Band mit diesem wunderschönen farbigen Buchschnitt. Und ja, da wird es auf jeden Fall, werde ich euch da noch die Playlist erstellen. Oder sie ist bis dahin schon erstellt. Muss ich gucken, wie ich es schaffe. Ja, auf jeden Fall wird demnächst auf jeden Fall noch die Playliste kommen. Dann habe ich übelst Lust gehabt, ein Buch nochmal zu lesen, was ich schon vor Jahren gelesen und geliebt habe. Und zwar ist es After Passion von Anna Todd, der erste Band. Und ich habe es wieder durchgesuchtet. Ich war da wirklich an einem Tag wieder durch. Ich habe da mittags rum angefangen und war irgendwann spät abends oder so, 12:30 oder so, war ich dann fertig mit dem Buch. Also ja, es ist, was soll ich sagen? Also ich habe es schon mehrmals gelesen und ich lieb's. Und danach habe ich, jetzt muss ich kurz gucken, da ist es. Danach habe ich Book Lovers gelesen gehabt von Emily Henry. Von ihr habe ich ja schon mal was gelesen gehabt. Das ist natürlich ein Rezensionsbuch. Ja, da schaut auf jeden Fall auch in die Rezension vorbei und Happy Place habe ich von ihr schon gelesen gehabt. Happy Place hat mich ja nicht so überzeugt gehabt. Wie mir das Buch gefallen hat, müsst ihr natürlich in der Besprechung vorbeischauen, dann werdet ihr es erfahren. Dann habe ich nochmal ein Buch gelesen, was ich schon mal gelesen habe, und zwar der zweite Band von After True, von After, nämlich After True. Von Anna Todd, ja, habe ich auch wieder an einem Tag durchgelesen. Ich weiß nicht, irgendwann packt es mich wieder und ich muss sie einfach durchsuchten. Und ja, ich musste mich jetzt übel zusammenreißen, nicht noch den dritten Band zu lesen, weil ich will mir ja auch, habe mir ja vorgenommen, fürs neue Jahr auch Bücher von meinem Sub zu befreien und nicht schon Bücher, die ich gelesen habe, nochmal zu lesen. Aber ja. Dann habe ich ein Rezensionshörbuch gehört gehabt, und zwar Der Rabbi und der Kommissar, du sollst nicht begehren. Das ist der zweite Band dieser Reihe. Es sind bis jetzt 3 erschienen oder der dritte erscheint noch. Auf jeden Fall gibt es bis jetzt nur 3 von dieser Reihe. Ich bin gespannt, ob es auf jeden Fall noch weitergeht. Wir kriegen ja am Ende dieses Hörbuches einen Vorgeschmack, was die zweite, was die dritte, was der dritte Fall sein wird. Also ich bin da auf jeden Fall gespannt. Dann habe ich ja aus Versehen ein Hörbuch gekriegt, was unbeabsichtigt war. Ich habe es trotzdem gehört und nebenbei gelesen gehabt, weil ich es dann natürlich als wunderschöne farbige
Erstauflage habe mit diesem wunderschönen Buchschnitt, wo man das Stück vom Wappen sieht. Also hier so das erste Stückchen vom Wappen sieht man ja schon. Ja, wenn man die ganzen Bände nebeneinander stehen hat, alle drei, dann sieht man natürlich das komplette Wappen hier. Wunderschön, freue mich auf jeden Fall, wie es weitergeht, wie es mir gefallen hat, erfahrtet ihr auch. Ich habe deswegen, weil ich es unerwartet zugesendet bekommen habe, trotzdem eine Rezension gemacht, obwohl ich es gar nicht angefragt hatte. Und es war nämlich ein Versehen. Ich sollte eigentlich Blackwell Palace kriegen, und weil beides mit B anfängt, gab es da ein Versehen und ich habe halt beide Hörbücher gekriegt. Ich habe es trotzdem, wie gesagt, obwohl ich das Buch habe ich mir ja im September oder so geholt gehabt, wo es erschienen ist, damit ich die farbige Buchschnittausgabe bekomme. Und es hatte auch was Gutes. Das Buch suppt jetzt nicht mehr ewig bei mir rum, sondern wurde jetzt befreit, und jetzt kann ich demnächst auch gleich den zweiten Band lesen. Und dann habe ich noch gelesen gehabt, Die vermisste Tochter. Und das ist natürlich der zweite Band von der vermisste Tochterreihe oder von der verlorenen Tochterreihe, verlorenen Töchter. Die achteilige Saga, Die verlorenen Töchter, geht weiter. Dazu gibt es natürlich auch schon eine Rezension, da schaut gerne vorbei. Ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt. Im dritten Band verreisen wir ja nach Griechenland. Jeder, der Lucinda Riley, ihre Sieben-Schwestern-Reihe, gefeiert hat, wird diese auch mögen. Es geht zwar nicht diesmal um sieben Schwestern, aber es geht um Leute, die halt in eine Anwaltskanzlei bestellt werden und die irgendwie alle ein und dasselbe Schicksal haben. Und zwar kriegen sie Hinweise zu einer Erbschaft, und diese Erbschaft beinhaltet, ja, dass es Hinweise sind, wo halt die Oma eigentlich abstammt. Und ja, also die wahre Familie, die hinter der Oma steht. Und ja, da sind wir, im ersten sind wir nach Italien gereist, im zweiten nach Kuba und im dritten werden wir nach Griechenland reisen. Das steht auf jeden Fall auch schon hinten fest. Und dann habe ich mir gedacht, um eine Reihe mal zum Abschluss zu bringen, da die Autorin inzwischen schon ihre dritte Reihe angefangen hat und ich jetzt die ersten beiden Reihen komplett gelesen habe und mir natürlich auch schon wieder die neue Reihe zugelegt habe. Das ist aber ein anderes Thema. Aber ich habe die vorige Reihe alle, also die erste Reihe habe ich von ihr gelesen, die zweite Reihe habe ich jetzt auch fertig, die habe ich nämlich auch noch beendet. Und zwar geht es um Zodiac Academy Band 23, habe ich gelesen, und Band 24. Somit habe ich diese Reihe beendet und kann jetzt ihre neue Reihe anfangen, die auch 24 Bände haben soll oder haben wird. Und ja, ich war auf jeden Fall mega glücklich auf der einen Seite, dass ich es beendet habe, auf der anderen Seite natürlich auch traurig, aber ich freue mich, jetzt kann ich natürlich von Emma Auburn ihre neue Reihe durchstarten. Und ja, mit der habe ich mir vorgenommen, ja, sie diesmal halt stückchenweise zu lesen, wie eigentlich mit der auch, aber ja, ich werde es, glaube ich, auch weiterhin so handhaben, dass ich halt auch mal zwei, drei Bände mit einmal lese, wenn ich es schaffe. Und wenn ich es halt mal nicht schaffe, dass es halt auch mal liegen bleibt. Also ich setze mir da jetzt nicht jeden Monat wieder das Ziel, ein Band davon zu lesen, weil das hat mit der Reihe schon nicht so geklappt. Aber ich werde auf jeden Fall, je nachdem, wie ich es schaffe, mir auf jeden Fall ein Büchlein davon vornehmen. Okay, meine Lieben, das war auf jeden Fall meine ganzen Bücher, die ich gelesen habe. Mal gucken, ob ich sie diesmal. Nein, das wird, glaube ich, nichts, oder? Doch. Okay. Jetzt habt ihr sie alle mal auf einen Blick gesehen. Da müsst ihr euch halt nur noch dieses eine Hörbuch, es fällt alles um, das eine Hörbuch vorstellen von Dallmayr, was ja natürlich auch noch gehört worden ist. Ich hoffe, euer Jahr wird auf jeden Fall doller starten. Meins wird langsam. Ich bin gespannt, was ich alles noch so schaffen werde zu lesen. Ja. Okay, meine Lieben, ich werde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so im Dezember gelesen habt. Ich habe mir ein bisschen mehr vorgenommen, aber es kam einiges dazwischen. Und ja,
Dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.